Es gibt auch die Pille danach, auf Englisch heißt die Morning After Pill. Das ist etwas ganz anderes wie ein Schwangerschaftsabbruch. Das ist eine Pille, die eine Frau nimmt, möglichst rasch nach einem ungeschützten Verkehr, also zum Beispiel, wenn das Kondom gerissen oder abgerutscht ist oder in der Hitze des Gefechts haben sie gar nicht verhütet. Dann kann eine Frau diese Pille danach noch nehmen, um einen Eisprung zu verhindern und die nachfolgende Befruchtung. Das heißt, die Pille danach ist keine Abtreibungspille, sondern sie wirkt ganz anders. Sie unterdrückt nur den Eisprung und verhindert damit eine Befruchtung. Wenn der Eisprung schon stattgefunden hat oder allenfalls sogar eine Befruchtung schon stattgefunden hat, dann ist die Pille danach wirkungslos und dann hat eine Frau nur die Möglichkeit, eben dann unter Umständen auch relativ früh mit der sogenannten Abtreibungspille eine Schwangerschaft zu beenden. Aber das sind zwei Tabletten, zwei Medikamente, die vollkommen anders wirken und sich auch nicht ersetzen.